Jo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hand Showdown. Ja, in dieser Folge habe ich mal eine andere Figur ausgewählt. Letzte Folge war ja eine schöne, geile Jagd. Ja, so, wer die nicht gesehen hat, kann er abchecken mal noch. Und ja, die Figur von der letzten Folge habe ich jetzt nicht genommen, sondern die hier, weil ich wollte diese Folge wieder mal mit einem Scharfschützengewehr unterwegs sein. Und ich sehe dort vorne auch schon die erste große Gefahr, und zwar dieses Feuerteil. Ja, das will ich jetzt auf jeden Fall nur ungern begegnen. Naja, wir machen ja eh hier lang. Das ist auch der erste Hinweis. Und ja, mal sehen, wie diese Folge auch so unser Partner hier ist. Denn es ist ja wieder ein random Partner. Mal sehen, vielleicht werde ich auch bald wieder mal eine Folge machen im Solo. Ja, schaue ich mal. Okay, der Schlechter ist dran, bei uns wieder als Feind. Schade, ich muss sagen, ich hätte eigentlich wieder mal Lust gehabt, die Spinne zu haben. Auch wenn ich die Spinne eklig finde. Okay, unser Partner will hier rüber, ja. Also, wir sind gerade auf jeden Fall mit einem guten Tempo dabei. Wie ich finde. Und vor allem, was ich auch schön finde, ist, dass es Tag ist. Ich meine, letzte Folge haben wir die Jagd geschafft, trotzdem, dass es Nacht war und so, aber ja, ich weiß nicht, am Tag finde ich es an manchen Stellen nochmal ein bisschen idyllischer. Aber die Nacht hat natürlich auch so ein spezielles Horror-Feeling. Ja, also ist beides eigentlich ganz cool, aber Tag bevorzuge ich da nochmal ein bisschen mehr so. So, warten kurz auf den Partner, würde ich sagen. Okay, worauf feuert er? Okay, ich glaube auf keine anderen Gegner. Ich glaube nur auf Zombies. Habe ich schon anders geplant. Okay, gut. So, die Dinger erledigen wir mal noch ein bisschen. Warum ich das tue, ist. Ja. Ist auch noch so ein kleiner Grund, dass ich eine tägliche Aufgabe habe, wo ich diese. Wie heißen sie? Blutigel? Ja, Blutegel. Die muss ich erledigen, 7 Stück. Komm schon. Ah, jawohl. Sind da gut dabei, noch 2 Stück. Wäre schön, wenn wir jetzt gleich nochmal 2 dort hätten. Jawohl. Sehr gut. Einer noch. Okay, man hat jetzt schon das Schwein besiegt. Ach du Schreck. Ich glaube, wir sollten uns da wohl dann doch um das Schwein. Nee, um das Schwein. Ich meine, um die Spinne kümmern. Ich glaube, mein Partner sollte da nicht so herangehen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Partner, geh bitte lieber ein bisschen weiter weg. So. Okay, es ist erledigt. Ja, aber ich würde sagen, ich weiß halt jetzt nicht, was hat er jetzt vor? Möchte er jetzt mit mir die angreifen, die dort vorne das Schwein verbannen, oder was hat er vor? Das weiß ich jetzt halt leider nicht. Aber so wie es scheint, möchte er die anderen erledigen.
Ich würde jetzt eigentlich sagen, wir lassen die verschwinden. Mehr oder weniger. Und probieren unser Glück an der Spinne. Obwohl man sagen muss, es könnte natürlich auch klappen, so mit dem Schwein, dass wir dort die Gegner abfangen und so. Ja. Und die Gegner dort erledigen. Aber ich höre ja auch sehr viel Schüsse in der Nähe und ich schätze, das kommt wahrscheinlich auch alles von dort vorne. Also ich glaube, wir sind gerade nicht die Einzigen, die das gleiche im Kopf haben. Deswegen, ja, ich würde eigentlich Spinne jetzt bevorzugen, aber mein Partner rennt wie ein stürmischer Kerl gerade dort nach vorne. Und alleine kann ich die Sache auch ganz schlecht machen. Die, die ich vorhätte. Alleine gegen die Spinne. Naja, und dazu noch gegen andere Spieler, die wahrscheinlich auch noch unterwegs sich antreffen würde oder so. Ja, möchte ich nicht unbedingt ganz gerne. Obwohl, mit meiner Pistole würde ich es probieren, die zu erledigen. Oder zumindest ein erstmal. Ah, ist schwierig. Sorgen gerade hier um meinen Partner. Ja, okay, die sind dort vorne. Partner, hör doch auf! Na so, die Spinne wird jetzt auch noch verbannt. Oh, Wasserdämon. Aua, 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 aua. Also, das muss ich diesmal sagen. Diesmal gefällt mir mein Partner hier gerade so gar nicht. Ich und der tun irgendwie überhaupt nicht harmonieren miteinander. Das muss ich ja mal ganz klar so sagen. Ich und der passen irgendwie überhaupt nicht zusammen. Der rennt viel, viel zu sehr gerade hier los. Durch die ganze Welt. Also ich und der tun gerade wirklich nicht miteinander harmonieren. Hier rum. Und die armen Gegner sind anscheinend dort vorne. Ja, aber zumindest hat er es geschafft, einen anscheinend schon mal nieder von denen zu schießen. Oder beide? Ich weiß es nicht. Nein, nicht beide. Aber einen. Also das hat er auf jeden Fall gut gemacht, aber so richtig harmonieren tun wir halt nicht zusammen.
Oh. Bei ihm weiß ich ja da nicht, was er vorhat. Möchte er jetzt noch den anderen erledigen oder jetzt so abhauen? Okay, ich schätze mal abhauen, oder? Na, da vorne ist der Blitz. Oh, Partner. Ist das so gut, was wir hier tun? Okay, der Blitz ist dort vorne, den er sucht, so wie es aussieht, schätze ich mal. Wo ist er hin? Partner, was hast du vor? Okay. Also wir haben auf jeden Fall eine Trophäe. Ich glaube, mit der abhauen am besten. Also das wäre zumindest mein Plan. Ich weiß jetzt leider nicht, was sein Plan ist. Wäre aber schön zu wissen, was sein Plan ist. Dort vorne ist auch wieder ein Blitz. Ich werde einfach bei ihm bleiben. Ja. Ich glaube, so mache ich es jetzt erstmal am besten. Und probiere ihn zu schützen vor sich selbst. Nicht, dass ihm noch so ein Feuerding oder so erledigt. Und nebenbei werde ich noch mich selbst schützen. Okay, da drüben sind die Blitze. Ja, ich schätze, der andere will abhauen. Der mit den Blitzen dort vorne. Und unser Freund möchte bestimmt auch abhauen und nebenbei vielleicht noch die Trophäe mopsen. Komm schon, schnell weiter. Ah, das ist so ein Feuerding. Da würde ich vorsichtig sein. Okay, hinten geht's auf jeden Fall ab. Oh, da ist jemand hinter der Kutsche. Oder? Ach nein, ist so ein Gegner, so ein Zombie-artiges Teil. Ich dachte gerade ein echter Spieler. Okay, ich habe einen anderen Spieler noch mal getroffen. Ja, es war aber auf jeden Fall trotzdem eine schnelle Runde an Showdown. Aber ja, hätte ich gar nicht erwartet, so, dass die Runde so wird. Ich hätte mir vorgestellt, weil zu Beginn hatten wir recht schnell so die Hinweise gefunden, die ersten. Dass wir schnell die Hinweise finden und danach vielleicht das Schwein erledigen. Aber nee, es ist alles ganz anders gekommen.
Und das muss ich immer so sagen, mein Partner war verrückt und schnell, ja. Aber auf jeden Fall auch gut, ja. Er hat den einen erledigt, der eine Trophäe hatte. Hat das Ding mitgenommen und jetzt sind wir letztendlich abgehauen. Also letztendlich nicht verkehrt und war eine gute Runde. Belohnungsmäßig geht dann auch hier ein bisschen was klar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. So muss das, würde ich einfach behaupten. Aber was nicht so muss, ist auf jeden Fall eine Sache. Und zwar, das ist mir innerhalb der Mission aufgefallen. Und zwar hat mir hier eine Sache gefehlt. Und zwar hier diese Spritze. Die habe ich ja sonst immer bei jeder anderen Figur auch dabei. Bloß bei der hatte ich das dann halt irgendwie vergessen, die auszurüsten. So, wir holen uns jetzt noch ein paar Upgrades hier. Zack. So. Nehmen wir das noch. Sehr schön. Gut. Ja, Leute, war eine schöne, schnelle Runde. Da würde ich sagen, dann war es das an der Stelle hier. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Und ja, haut rein. Tschüssi.